Salve! Kennst du diesen Mann? Es ist der berühmt-berüchtigte Gaius Julius Caesar. Wie du sicher weißt, war er ein engagierter römischer Politiker und Feldherr. Aber weißt du, dass Caesar auch ein bekannter Schriftsteller war? Wie kam es, dass er neben Feldzügen, Eroberungen und Senatssitzungen noch Zeit für das Schreiben von Büchern fand? Was wollte er damit bezwecken? Um das herauszufinden, wollen wir uns heute mit Caesars berühmtesten Werk beschäftigen, dem Bellum Gallicum. Dabei möchte ich dir zunächst den historischen Hintergrund des Werks erklären. Danach zeige ich dir kurz den Aufbau, gehe auf den Titel ein. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.